So, herzlich willkommen zurück zur zweiten Halbzeit. Entschuldigung, dass ich lachen musste, aber mein Bruder hat mich da gerade zum Lachen gebracht, da lustige Sachen drüber gedreht haben. Naja, ist ja auch egal. Mein Bruder kennt ihr ja bereits, oder kennt ihr auch vielleicht nicht. Also wenn ihr nur zum Beispiel das Let's Play hier guckt, kennt ihr ihn natürlich nicht. Spielt ja mit in mein Togethers, zum Beispiel Mario Party, wovon mal wieder welche kommen werden, und unter anderem Let's Play World of Warcraft. Falls euch das interessiert, es wird demnächst irgendwann weitergehen, wenn ich mal eine Gamecard. Vorher war seine Gamecard leer. Dedic! Und nochmal Dedic, der ist drin! 1-0. Und jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte, aber das ist mir ja gerade scheißegal. Sensationelles Tor von Dedic. Also Wack mit der Reingabe, Dedic zum ersten und zum zweiten, und das ist natürlich ganz bitter für den Verteidiger. Der Ball geht wirklich 2 Zentimeter an seinem Fuß vorbei und er kann ihn nicht klären. Und ich glaube, Naldo hat ihn auch knapp verpasst, und dann Naldo hat ihn verpasst, dann hat ihn, wer ist denn das da? Da Broske ihn knapp verpasst, und dann müsste das Schmidt, glaube ich, sein. Ne, Bönisch, der kriegt ihn auch nicht. Also sensationelles Tor für die 1-0. Junge, Junge, ist hier was geboten in dieser Stadion. Was ich sagen wollte jetzt, mein Bruder, ja, vorher war ja seine Gamecard abgelaufen, dann ist meine abgelaufen, jetzt haben wir beide erstmal eine Pause gemacht, aber wenn ich wieder eine Gamecard habe und er, dann wird's sicherlich weitergehen. Korkmaz mit der Reingabe, also nur so, dass die auch die Let's Plays von World of Warcraft geguckt haben, gucken. Naja, ja. Wow! Da war ich gerade so in Gedanken, dass ich gar nicht aufgepasst habe. Marco Marini einfach mal quer durch die ganze Abwehr marschiert ist. Und dann Sensor und dann guten Pass auf. Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, es war Pizarro. Ich könnte mich auch täuschen. Hab so genau jetzt nicht aufgepasst. Ja, ich wollte eigentlich auswechseln. Ja, wechseln wir jetzt raus. Dedic raus. Ach, Castoro, unser junger Freund. Kennt man ja auch. Ja, den Rest lassen wir erstmal so. Ist ja ein Paulsen, den ich ja unbedingt in die Mannschaft habe. Ah, verdammt, ja, gedacht, Maschine läuft ein bisschen weiter. Habe ich schon einen Schritt zu früh gedacht. Na egal, kann mir jetzt ausweichen. Castoro kommt rein. Und ja, Paulsen, den ich unbedingt in die Mannschaft haben wollte, der so ein Teil, also spielt nicht auffällig, aber er räumt einfach alles ab und steht einfach nur grandios, also wow. Bremen weiß gerade irgendwie nicht, was sie tun sollen. Sie spielen sich den Ball da hinten rum quer rüber und oh. Jetzt mal Marie mit dem Pass, Lute. Ja, hat man auch schon deutlich besser gelöst. Sicherer, meine ich. Aber naja, weg ist weg. Jetzt wieder Maschoni mit einem Lauf. Aber bleibt erstmal hängen. Also, ah, ja, faul. Ich hätte gerne, glaube ich, die Ecke lieber gehabt. Weil ich Ecke irgendwie besser bin. Und gut. Die Lure mit flachen Ding. Jetzt Acker dazwischen. Hinten stehen wir gut. Oha. Und dann kommt so ein Ding. Maschoni. Und Mertesacker. Der ist einfach zu groß, der Bing. Wäre so ein kleiner Pimp, wie hier Azuak oder so, dann wäre er mal vorbei gewesen. Oder hier Fritz. Dann wäre er mal vor, wäre da über ihn drüber. Aber nein, er ist ja so ein Baumstamm. Oh, Felix, Großspiel. Geh du da. Da ist so drei Leute hier. Wissen alle irgendwie nicht, wer was haben will. Maschioni. Schöne Reingabe. Kann geklärt sein. Maschioni zum zweiten. Azuak. Jetzt ein Fallrückzieher, wäre cool. Ja, macht er natürlich nicht. Dabrowski raus. Und wir wechseln
Azuak, Federico, Saglek haben wir kein vorne, ne? Bringen wir Maltritz nochmal für die in die Abwehr rein für unseren Schmitty. Schmidt, Nautovic, Felix Groß, wieder von Toni Groß. Gute Sicher. Oh, jetzt Raum zum Kontern da. Ich stelle das aber wieder alles viel zu ungeschickt an. Das kennen wir ja aber schon deutlich besser. Marin, der ist ja nicht der Zweikampfstärkste, muss man ja sagen. Wenn man da mal ihn unter Druck setzt, mit dem Körper reingeht, dann fällt er auch ziemlich leicht immer und holt viele Freistöße raus. Kennt man ja von ihm. Man sagt ihn ja, er schwalbe zu viel. Ja. Liverpool soll an ihn angeblich. Interessiert sich erstmal an Autobild-Chance, aber gut. Liverpool sei angeblich. Was Liverpool? Ich glaube Liverpool, ja. Liverpool soll angeblich an ihn interessiert sein sollen. Aber Marin hat gesagt, ja, nichts. Bleibe. Ich weiß gar nicht. Eine andere Personal jetzt. Der Transfer Manuel Neuer. Geht der euch genauso auf den Keks wie mir? Ich meine, langsam. Am Anfang war es noch spannend. Jetzt geht es einen, glaube ich, nur noch auf den Keks, weil jedes Mal das Gleiche, jedes Mal neu. Und man will einfach nur noch, dass es aufhört und denkt sich, Alter, Neuer, bleib einfach auf Schalke und halt's Maul oder geh zu den Bayern und sei froh. Und dann spielt sie eben besser. Sorry an alle Schalke-Fans, aber muss man ja einsehen, dass der FC Bayern ein bisschen erfolgreicher ist. Oder ob er eben bei seinem Herzclub bleibt. Obwohl er jetzt gesagt hat, spätestens 2012 haue ich hier ab. Also nicht so, verlässt er den Verein. Und ja. Ich meine, wenn Schalke schlau ist, ganz ehrlich, dann sollen sie ihn jetzt verkaufen, kriegen da ihre angeblich 25 Millionen, was aber ziemlich hart wäre, ne? Weil so viel Geld für einen auszugeben, wo der Vertrag eh läuft und man die nächste Saison dann ablöserfrei haben kann. Ich meine, da sollte Schalke echt froh sein. Ich meine, schon 15 Millionen sind ziemlich hart. Aber gut, müssen die Vereine selber wissen. Nix. Also, wenn ich Schalke wäre, ich meine, sie haben jetzt auch nicht unbedingt das Geld und nicht so viel Geld und sagen, ja, uns ist Neuer egal, uns ist das Geld von Neuer egal, wir behalten den einfach. Wir nehmen den eben nächste Saison und dann geht er eben ablösefrei. Also, wenn sie schlau sind, nehmen sie da noch die 15 Millionen oder was auch immer da gehandelt wird und verkaufen den, weil die brauchen ja das Geld. Ich glaube, so scheißegal ist denen das dann nicht, aber na gut. Wenn sie meinen, sie brauchen es nicht, dann sollen sie dann eben ablösefrei nächstes Jahr verkaufen. Ja, ist nicht mein Problem. Boss Held, wenn du das guckst, das ist mein Ratschlag. Ich glaube nicht, dass das guckt. Ja, jetzt haben wir eigentlich relativ wenig über das Spiel selber gesprochen. Wir haben 1-0 gewonnen. Ja, war kein unbedingt aufregendes Spiel. War das erste Spiel seit langem wieder. Ich bin froh, dass ich... Ich bin eigentlich erstaunt, dass ich gewinne. Ich habe eigentlich mit einem Unentschieden gerechnet oder dass ich verliere. Aber bin ich doch nicht so schlecht geworden, wie ich eigentlich gedacht habe. Haben viel über den allgemeinen Fußball geredet, was ich gemacht habe und bla. Und wüsste eben da mal ein bisschen was Bescheid. Ist ja mal was Neues. So, wir arbeiten uns auf Platz 6 vor. Ist ja eigentlich auch überraschend. Nur ein Zähler hinter den ersten. St. Pauli 2. Also das ist ja schon hier Schalke 16. Ist ja fast hier in echt. MSV Duisburg ja mit uns aufgestiegen. Gladbach auf Platz 9. Der FC Bayern, sehe ich fast gar nicht. Ach doch, hinter uns auf Platz 7. Ja, ist mal ganz interessant. Nächstes Spiel wird sein gegen Bayer Leverkusen. Ich hoffe, das kann ich euch morgen zeigen, dass ich morgen dazu komme, das aufzunehmen. Wie gesagt, ist, seid mir nicht böse, wenn ich es nicht schaffe, jeden Tag mal aufzunehmen oder mal 2-3 Tage wirklich nichts kommt. Seid mir nicht böse, ist gerade viel um die Ohren und ich versuche schon
mein Mögliches zu geben. Ich habe eigentlich, glaube ich, sogar noch ziemlich viele Videos auf dem Rechner, also Rayman, das habe ich ja schon durchgespielt. Das kann ich eigentlich alle Folgen hochladen. Habe ich, glaube ich, noch ein paar von Pure Football. Müsste ich, glaube ich, noch ein paar haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, zur Not. Ich glaube, sogar Turok Rage Wars Videos habe ich auch noch. Also mein erstes Let's Play, was ich gemacht habe, habe ich ja auch hochgeladen. Also zumindest ein Teil. Dann habe ich den Rest eingestellt. Werde ich demnächst auch mal wieder auf Vordermann bringen. Meinen alten Spielstand herstellen, weil der ja gelöscht wurde. Muss ich mal irgendwann mich dran setzen in der Freizeit und den wieder hochspielen. Dann zeige ich euch. Turok Rage Wars spiele ich dann noch zu Ende und ja. Ja, was gibt's jetzt noch zu sagen? Ja, das war's erstmal. Wisst ihr erstmal allgemein, was jetzt hier ab war, wieso, was, wie, warum. Und ich hoffe, ihr freut euch, dass ich wieder Videos mache und versuche so schnell wie möglich. Also nochmal so eine lange Pause wird auf keinen Fall kommen. Und ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ihr habt mich noch genauso gut in Erinnerung. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen wieder. Ich bin euer Doom und bleiben Sie sportlich. It's on!